Funky 0:2 hier im Hessen-Pokal, Halbfinale beim TSV Steinbach. Was hat aus deiner Sicht heute nicht gepasst? Also ich sag, bis auf die 25 Minuten am Anfang, die ganz ordentlich waren, aber ohne einen Torschuss, ohne die Zielstrebigkeit, hat nicht viel gepasst. Also Steinbach war, ja klar, aufgrund von unserem Fehler sind die ins Vordertreffen gekommen, was dann noch mehr Aufschub gibt für Steinbach. Dann kurze Zeit später so bei der Standardsituation einfach nicht wach und schlafen. So, und dann bist du mit 2-0 im Rückstand. Und ja, Steinbach stand davor schon tief und dass es dann denen in den Karten spielt, ist klar. Aber nichtsdestotrotz war es viel zu wenig. Ich glaube, wir hatten nicht einen Torschuss aufs Tor. Wir sind eine Liga höher. Klar haben wir in der Zusammensetzung so noch nie gespielt. Es waren viele dabei, die nach einer langen Verletzungspause kommen. Das sind alles Punkte, aber trotzdem ist es viel zu wenig, was wir heute gezeigt haben. Und man muss auch ganz klar sagen, dass wir völlig verdient ausgeschieden sind. Du hast die ungewohnte Konstellation schon angesprochen. Warum darf das keine Ausrede sein? Ja, weil jeder hegt ja hier Ansprüche, um in der Liga auch zu spielen und auf Spielzeiten zu kommen. Und klar ist so ein Pokalspiel immer schwierig, weil der Gegner, der eine Klasse tiefer ist, alles in die Waagschale wirft. Das haben wir 25 Minuten gemacht, haben uns dann aber verunsichern lassen durch den Rückschlag. Ist klar, dass das ein Nackenschlag ist, aber trotzdem muss jeder fair Gas geben, um auf seine Einsätze zu kommen. Auch wenn das Gespann sicherlich nicht ausschlaggebend für den Ausgang des Spiels war, inwieweit ist es doch, wäre es aus deiner Sicht als Spieler doch wünschenswert, wenn man in einem Spiel eines Drittligisten gegen einen Viertligisten ein Gespann hätte, was nicht in erster Linie Verbands- und Hessenliga pfeift? Ja, ich glaube, dass es nicht am Schiri lag und an dem ganzen Gespann. Das haben wir uns einzig und allein selbst zuzuschreiben. Im Gegenteil, ich finde eigentlich, dass es ganz ordentlich gemacht hat. Ich habe nach dem Spiel zu ihm gesagt, dass es ordentlich war. Klar gibt es immer Zwittersituationen, mal für uns, mal für die Gegner. Aber mit Sicherheit lag das nicht am Schiedsrichter. Dankeschön.